Das passiert, wenn du die stärkste Droge der Welt nimmst. Was hat Tomatolix getan wieder? Ach du Scheiße. Lass uns da mal reingucken. Tomatolix ist eigentlich, weißt du, Tomatolix ist so ein Druffi, der einfach seinen Drogentrip auf YouTube auslebt. Weißt du? Der ist einfach so ein Druffi, der einfach vollkommen steil geht und den Scheiß auf YouTube auslebt. Tomatolix ist bereit, alles zu nehmen, wenn es dafür einen guten Videotitel gibt. Ich habe die stärkste Droge der Welt genommen. Das war ganz schön krass. Dieses Video dient... What the fucking hell, Bro? Zur Aufklärung, ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. 5-Meo-DMT gilt als die stärkste und intensivste psychedelische Substanz und wird auch als Gottesmolekül bezeichnet. Geraucht hält die Wirkung nur ziemlich kurz, zwischen 15 und 30 Minuten an. Es war eine der krassesten Erfahrungen meines gesamten Lebens. Eines der potentesten Psychedelics auf dem... Digga! Was ist mit diesen Druffis? Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich meine, wenn du dir mal so einen Dübel mit Cannabinoiden und ein bisschen eine Sportzigarette reinzwiebelst, ne? Aber was ist denn mit denen nicht in Ordnung, Alter? Planeten, das hat sich wirklich angefühlt wie sterben. It felt like God ripped my soul out from my body and catapulted me into the origin of creation. Oh. Ja, auch das Gefühl gehabt, es ist so alles am Brennen, so nicht so. Und dann wieder. Digga, was zur Hölle? That's probably the most terrifying experience I've ever had on psychedelics, because it felt like death. Der Wirkstoff kommt sowohl in manchen Pflanzen als auch im Menschen natürlich vor. Bekannt ist er aber vor allem als Sekret der Colorado-Kröte, auch Bufo alvarius genannt. Es gibt immer wieder Menschen, die an diesen Kröten lecken, um einen Trip auszulösen, selbst bei den Simpsons. Das ist aber völliger Quatsch, durch das Lecken wird kein Rausch ausgelöst. Um an das Sekret der Colorado-Kröte zu gelangen, muss diese gemolken werden. Und dieser Prozess ist äußerst stressvoll für die Tiere, denn eigentlich dient das Gift zur Abwehr. Auch die steigende Beliebtheit und damit immer größer werdende Entnahme sowie der Verlust von Lebensraum gefährden die Population der Kröten. Einfach Tierquälerei. Na gut. 5-Meo-DMT kann aber auch im Labor hergestellt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass indigene Völker in Südamerika Pflanzen verwendeten, die 5-Meo-DMT enthielten. Die isolierte Substanz wurde jedoch erst im 20. Jahrhundert entdeckt. In jüngerer Zeit wird 5-Meo-DMT vor allem als Mittel für persönliches und spirituelles. Aber was reden wir von den Leuten, Alter? Die beschissenen Wichser können nicht mal aufhören, Kühe zu melken. Dann müssen die natürlich, also, natürlich melken die auch Frösche. So, es ist halt... Klar. ...duelles Wachstum eingesetzt. Es gibt kommerzielle Retweets, in denen Menschen mithilfe der Substanz lebensverändernde Erfahrungen machen wollen. Aber auch die Wissenschaft interessiert sich für 5-Meo-DMT. Es soll bei der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen helfen. Mich fasziniert 5-Meo-DMT schon seitdem ich das erste Mal davon gehört habe, einfach weil die Erfahrungsberichte so extrem und unvorstellbar klingen. Aber lange Zeit war ich unsicher, ob ich das selber ausprobieren möchte. Aber ich habe in den letzten Jahren einige Erfahrungen mit verschiedenen Psychedelika gesammelt. Alter, es kann mir keiner erzählen. Ich sag's, wie es ist. Das ist hier so ein YouTube-finanzierter maximaler Drogentrip, Digga. Und dabei auch immer eine Menge über mich selber gelernt. Deswegen frage ich mich, was... Ich lerne gerade auch eine Menge über dich, Brudi. ...5-Meo-DMT mit mir macht. Wie fühlt sich so ein Trip an? Warum reizt das so viele Menschen? Und kann das Ganze nicht auch gefährlich werden? Wenn ihr vielleicht nicht... Digga. Unbedingt andere Bewusstsein. Von wem ist dieses Video gesponsert? Von Emma Matratzen, wenn man mal einen DMT-Trip hat, dass man sich auf einer Emma Matratze erstmal einen ablegen kann, ne? Wenn ihr Zustände erforschen wollt, aber dafür das Internet, dann ist der Sponsor des heutigen Videos etwas für euch. NordVPN. Natürlich sponsert NordVPN den Drogentrip. Bruder, wenn ihr euch mal einen Trip in andere Länder gönnen wollt mit eurem Internetanschluss, dann ist NordVPN genau das Richtige für euch, Digga. VPN verschlüsselt nämlich euren Datenverkehr und eure IP-Adresse im Internet. Darüber hinaus gibt es auch einen eingebauten Bedrohungsschutz. Dieser prüft eure Downloads auf Viren und blockiert bösartige Webseiten, Werbung und nervige Pop-ups. Außerdem stoppt der Webtracker wie Cookies, um eure Privatsphäre zu schützen. Eine weitere Gefahr, die im Internet lauert, sind Datenlecks. So kann es zum Beispiel passieren, dass jemand in den Besitz eurer Passwörter kommt, aber auch hier kann euch NordVPN
OpenVPN helfen. Ja. Der Darkweb-Monitor durchsucht für euch regelmäßig bekannte Hackerbörsen und warnt euch, wenn eure Daten irgendwo auftauchen. Am sichersten ist es aber natürlich, wenn man sein Passwort regelmäßig ändert und zufallsgenerieren lässt. Das geht auch mit dem Passwortmanager von NordVPN. Wenn ihr NordVPN... einfach mal ausprobieren wollt, gibt es auf nordvpn.com/tomatolix immer den besten Preis. Aktuell bekommt ihr beim 2-Jahres-Paket 4 zusätzliche Monate geschenkt und durch die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr NordVPN auch erstmal ganz risikofrei testen. Den Link zu NordVPN findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Eine 5-Meo-DMT-Erfahrung ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen ist es besonders wichtig, jemanden... lieber DMT rauchen und NordVPN-Placement annehmen. Das ist ja eine gute Frage. Kann ich auch was anderes rauchen? Oder muss es DMT sein? Muss DMT sein? Also lieber eine NordVPN-Placement machen oder dass dir so ein tropischer Frosch ins Auge spritzt? Ich mache mir Gedanken. Ich gucke mir erstmal das Video an. Darf ich danach entscheiden? Ich darf danach entscheiden, oder? Darf ich danach entscheiden? Ich darf danach entscheiden, oder? Ich meine, ich kann mich doch erstmal informieren. Dabei zu haben, der sich gut mit der... Der Rausch dauert nur 20 Minuten. Die Scham durchs Placement bleibt ewig. Bruder, das ist ja hart, Bro. Kann ich mir nicht lieber Heroin spritzen oder sowas harmloseres? Oh, ich muss überlegen, Alter. Aber ich würde auch überlegen, wenn es heißt, ein Glas Kuhmilch trinken oder NordVPN-Placement annehmen. Boah, da würde ich auch überlegen. Substanz auskennt und auf mich aufpasst. Deshalb wenn ich meine Laktosetabletten nehmen darf, nehme ich die Milch. Aber wenn ich die nicht nehmen darf, nehme ich das Placement. Ich Rudi, er begleitet seit vielen Jahren Menschen bei ihren psychedelischen Erfahrungen. Hallo Rudi. Meet you. Nice to meet you too. This is my place. This is the Lake of Joy. Warum Lake of Joy, bro. Love. Begleitest du Menschen bei psychedelischen Erfahrungen? My firm belief is that psychedelics can help mankind. We have at the moment many problems on the planet, but psychedelics can help with bringing a universal consciousness to man and the realization that we're here to help each other, not to help ourselves. Heute soll es ja 5-Meo-DMT gehen. Was kannst du mir über die Substanz erzählen? 5-Meo is a fascinating substance. I think it's one of the most in-depth, intrinsic and dynamic experiences you could have on this planet. It's a sacred experience as well. But then 5-MeO also helps me. Ich würde mir einkacken, Alter. Tomatolix hat sich sicherlich vorher bei einem Dübel mal darüber informiert, wie das Ganze läuft. Ich würde mir vollkommen einkacken, Alter. Nachdem ich die Videos jetzt gerade gesehen habe. So many different conditions with people. It will help with treatment-resistant depression. It can help with stammering, stuttering, cluster headache. Lots of people come for childhood trauma. There are many, many conditions, particularly mental conditions that can be helped through 5-MeO. It's an incredible substance. Und was würdest du sagen, auf was für eine Erfahrung sollte ich mich jetzt heute einstellen? First of all, it will grab you by the scruff of the neck. Like this, and it says, come with me! And it will just slingshot you then. Kann ich vorher auf Toilette gehen, bevor ich das nehme? To the center of the universe. You float around in this feeling of bliss and awe and wonder and this being one with everything. Then you suddenly open your eyes and you see that you are staring into the face of God. And in a final twist, you realize it's a mirror. Ich bin Gott, Alter? That's 5-MeO DMT. Was genau ist 5-MeO-DMT eigentlich? Also 5-MeO-DMT ist 5-Methoxy-NN-Dimethyltryptamin. Es ist verwandt mit dem psychedelischen DMT, was man ja unter anderem auch aus Ayahuasca kennt. Kannst du den Rausch auf irgendeine Art und Weise beschreiben? Also wenn man 5-MeO-DMT raucht, also inhalativ aufnimmt, wirkt es mehrere Minuten, also meist unter einer Stunde. Und es ist halt eine sehr intensive Erfahrung. Es ist weniger so bunt, psychedelisch, assoziativ, wie man es von DMT kennt. Aber es ist schwierig zu beschreiben, weil es halt doch ein sehr intensiver Rausch ist. Man ist mit sich selber beschäftigt. Also es ist kein Rausch, mit dem man irgendwie irgendwohin tanzen gehen kann. Man hat dann schon, ich sag mal, so... Sieht auch nicht so aus, als würden die da tanzen gehen, Alter. Eine sehr intrinsische Wahrnehmung. Okay.
So, willkommen am der See der Freude. Yeah, nice. Yeah, really nice place. Usually we use this chair because it's very comfortable. This is the normal starting position, and then you can go into takeoff mode. Okay, all right. We use synthetic 5-MeO DMT here. I will not use the natural venom, which is milked from the toad. Zumindest. The venom itself, the little flakes of venom that you get, only between 15 and 25% of it is actually 5-MeO DMT. The rest is other particulates that you particularly don't want in there anyway. Whereas with the synthetic, I can very accurately dose 15 or 16 milligrams. And because it's the pure molecule, so we know exactly how much you're having there. Dosage is essential. A milligram of this, either way, makes a big difference. Wie sollte man sich denn am besten auf einen 5-MeO-DMT-Trip vorbereiten? I recommend people to spend the sort of week beforehand for coming to me in nature. I think it's also better if you don't watch any current affairs programs, any news. It doesn't matter whether somebody's just assassinated President Trump. It doesn't matter. Forget all that, because this is about an inward journey. This is about. Ja gut, da bin ich raus, ne? Da bin ich raus. Da sind wir alle raus. Wir gucken hier Nachrichten. Wir sind hier vollkommen am Spielball der Zeit. Wir sind raus, Chat. Wir sind fucked. Also doch das NordVPN Placements. About discovering things within yourself that you didn't previously understand. Udi hat mir gesagt, dass ich noch mal eine Runde um den See drehen soll. Wisst ihr, was mein dunkles Geheimnis ist, Chat? Auf die Frage hin, ob ich das DMT annehmen würde oder das NordVPN Placement. Ich hatte schon mal ein NordVPN Placement vor 2-3 Jahren. Oder vor 4 Jahren. Ich glaube vor 4 Jahren. Es ist wahr. Das dunkle Geheimnis dieses Kanals. Ich hatte ein einmonatiges NordVPN-Placement. Das ist 4 Jahre her. Fast 5. Das ist mein dunkles Geheimnis. Das ist mein dunkles Geheimnis, Chat. Dunkelheit. Einfach, um so ein bisschen runterzukommen. Und ich muss sagen, ich bin schon echt aufgeregt. Also irgendwie ist das... Ich kann euch auch sagen, warum ich es abgebrochen habe. Ich weiß, jetzt wird's krank. Ich habe es abgebrochen, weil ich damals gemerkt habe, dass die so einen unendlichen Countdown auf ihrer Webseite benutzen, der gegen europäisches Recht verstößt. Also die haben einfach diesen Rabattcode, den sie auf ihrer Hauptwebseite haben, immer wieder durchladen lassen, und das ist halt gegen geltendes Recht. Und ich habe denen das geschrieben und die haben gesagt, wissen wir aber, das funktioniert so gut. Und ich so, Bro, okay. Da muss ich leider die Partnerschaft beenden, Bro. Ja. Kein Joke, das war die Antwort. Wissen wir, aber funktioniert so gut. Gut, dankeschön. Ja, einfach so die krasseste Droge, die ich bisher ausprobiert habe. Und wahrscheinlich auch die krasseste Droge, die ich jemals nehmen werde. Ja, ich habe halt auch diese ganzen Videos gesehen. Und das sieht halt schon heftig aus. Es wird auch empfohlen, dass man sich eine Intention setzt, mit der man irgendwie in diese Erfahrung reingeht. Ich habe lange überlegt, was das bei mir sein könnte. So ein Ding, über das ich immer wieder nachdenke in letzter Zeit, ist eigentlich, wer ich eigentlich bin. Weil ihr kennt jetzt den Felix hier aus den Videos, der irgendwie verrückte Sachen ausprobiert und so. Und der bin ich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber halt nicht nur und auch nicht irgendwie im Privaten den ganzen Tag. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in letzter Zeit oft mehr Felix Tomatolix bin als der eigentliche, tatsächliche Felix, weil ich mich natürlich super viel mit YouTube beschäftige und... Und darum muss ich erstmal eine Runde DMT rauchen und richtig einen Abriss feiern, Digga. Da gerade sehr viel Zeit und Energie reinstecke und das auch super viel Spaß macht. Aber ja, ich glaube, dass so ich selber da manchmal so ein bisschen zu kurz komme. Oh Gott. Ich glaube halt, dass ich schon so ein kleiner People-Pleaser bin und das oft irgendwie anderen recht machen möchte, aber dann nicht so richtig darauf achte, was ich selber eigentlich will und was ich richtig finde. Deswegen vielleicht so ein bisschen die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer will ich wirklich sein? Ja, solche Gedanken hab auch ich. Ja, also ich habe das regelmäßig auch, also Selbstfindung, ne?
Aber ich nehme einfach keine Drogen dafür, sondern denke einfach nach. Ich denke einfach nach. Ich reflektiere mich einfach ohne Drogen. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht, aber es funktioniert meistens. Meistens denkt man einfach darüber nach, was man so macht und was man so tun will und dann was man so einfach erlebt und die Konsequenzen aus allen möglichen und dann rafft man sich ein bisschen, dafür muss man kein DMT nehmen oder so. Na. Wobei ich jetzt wirklich nicht der Typ bin, der sagt, Kiffen ist schlecht. Aber ich, als jemand, der einen Todesfall in der Familie hatte aufgrund der Tatsache, dass jemand sich totgetrunken hat, kann ich euch sagen, ich meine legit totgetrunken, kann ich euch sagen, dass jeglicher zusätzlicher Konsum von Alkohol und von so Dingen immer mit einer gewissen Prise Skepsis und Zurückhaltung betrachtet werden sollte, for real, ne? Alkohol ist allgemein der absolute Schmutz. So viele Leute, die da mit den gleichen Scheiß erzählen können, den ich euch gerade erzählt habe. Alkohol ist absolut, absoluter, ist einfach flüssiger Tod, ja, es ist flüssiger Tod. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Kiffen besonders in der gleichen Kategorie schlimm ist, aber man kann auch hängen bleiben, wenn man sich ein bisschen zu viel Sportzigaretten reinzieht. Deswegen macht ruhig bitte, ja, macht ruhig. So the next step really is for me to prepare your dose. Mm-hmm. We'll have a handshake dose first of all, just to see how you get on with 5-MeO-DMT, see if there's any adverse reactions, just to see how you react. After maybe half an hour, 45 minutes, we'll give you a full dose. But the first we're going to do the smudging. The smudging? Okay. Er wird erstmal geweiht. Done. I'll get Breeder to smudge me as well. This is about. Das ist Quatsch. Cannabis konnte noch keine entsprechende Wirkung nachgewiesen werden. Naja, es gibt schon irgendwo den Konsens, dass Cannabis auch Psychosen auslösen kann in gewissen Umständen. Und da jetzt zu sagen, das ist ein harmloser Stoff. Also es ist meines Erachtens auch ein harmloser, als sich ständig die Leber zu zerstören. Aber also davon zu sprechen, dass es gar nichts macht, ist doch schon, come on, Bro, darüber sind wir doch hinweg. Na, das machen wir nicht. Wir spielen hier keine Cannabis-Ritter. Na, das ist. Wenn du instabil bist und das irgendwie und da irgendwie was passiert, Alter, dann ist das doch auch nicht geil, Bro. About purification, it protects you from any entities that might want to enter you. Cannabis für Jugendliche meiner Meinung nach mental schädlicher als Alkohol. Nee, das ist ja natürlich auch Schwachsinn. Ey Leute, ich muss das ganz kurz machen, ne, weil hier wird gerade Tomatolix wird gerade erstmal nur geweiht, ne? Alkohol ist die zerstörerischste Substanz, neben der Tatsache, dass man vielleicht auch Crocodile rauchen kann, die ist vollkommen normal in der Gesellschaft. Nichts in irgendeiner Form ist damit zu vergleichen. Also nicht mal ein bisschen. Ich will gar nicht die Cannabis-Scheiße mit Alkohol gleichsetzen, weil man muss ganz klar sagen, das spielt auf einem anderen Level. Das spielt auf einem anderen Level, Bro. Das ist einfach Nervengift-Shit. Und es ist viel zu früh zugänglich. Die Leute saufen, dürfen in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr begleitet saufen. Ja. Du darfst ab 14 Jahren mit deinen Eltern im Beisein deiner Eltern trinken. Ja. Das ist fucking crazy. Ist legal. Das will man ändern, aber es ist immer noch so. Und wenn du nicht so lange, und wenn du noch ein bisschen länger warten kannst, darfst du es dann ab 16 Jahren in ziemlich weiten Bereichen. Und dann ist halt, holy fuck. Also natürlich, Alkohol ist das Schlimmste überhaupt. Ne? Alkohol ist wirklich das Schlimmste überhaupt. Das ist wirklich das Schlimmste überhaupt. While you're in a vulnerable state, get yourself comfortable. Yeah. Oh Gott, jetzt geht's ab, Alter. Okay, so there's that. You just need to say the words into the smoke.
Es wird halt auch ein bisschen schwurbelig, ehrlich gesagt. Muss man auch sagen, es ist ein bisschen spirituell auch. Du musst die Worte in den Rauch sagen. Alright, what? Okay, wir starten jetzt mit der Intention. Also was ich mir für diese Erfahrung vorgenommen habe. Meine Intention ist, wie kann ich mehr ich selbst sein und ehrlich zu mir selbst sein? Ich möchte erleben, was mir die Substanz zeigt. Und wovon ich mich befreien möchte, sind die Sorgen, was andere Menschen von... Das ist halt fürs Mindset. Wenn das fürs Mindset ist, kann er sich nicht 2, 3 Globuli reinwerfen und dann Abfahrt? Wir denken können. Sehr gut, mein Lieber. Also jetzt geht's los. Jetzt beginnen wir mit der Handshake-Dosis. Das heißt, wir starten jetzt mit einer ganz, ganz kleinen Dosis, einfach mal um zu schauen, wie ich und mein Körper darauf reagieren. Die Handshake-Dosis. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt schon, oh Gott. Schon irgendwas passiert, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Welche Risiken bringt da der Konsum mit sich? Man leckt keine... Versteht der Rauch Deutsch? Nee, das war niederländischer Rauch. Kröten. Das ist irgendwie ein Mythos, der ist irgendwann mal entstanden. Das Sekret von diesen Kröten, wenn man es quasi von Kröten gewinnt, wird geraucht. Das ist auch wichtig, weil da sind nämlich herzaktive Glykoside drin und die können halt ziemlich kardiotoxisch wirken, wenn die nicht durch die Hitze zerstört werden vom Rauchen. Deshalb nie Kröten lecken. Ansonsten sind natürlich am prägnantesten natürlich die akuten Risiken, weil man ist halt wirklich für etliche Minuten nicht mehr zurechnungsfähig und natürlich auch eine Gefahr für sich, wenn man nicht in einem sicheren Umfeld konsumiert. Das heißt idealerweise auch mit dem Trip-Sitter. A good facilitator should always expect the unexpected. So you have to be ready for anything. You have to be ready for the person you're facilitating to jump up out of their chair and run out of, try and get out of the room. You have to be ready for people to start trying to fight you. You have to be ready for people to be screaming at the top of their voice. You have to be absolutely ready for people to get up, start dancing around the room with you. I will only lay hands upon people if they look like they're in danger of hurting themselves. Otherwise, I will move around with them and try and help them to prevent them from hurting themselves. Aber grundsätzlich ist es so, dass fast alle Substanzen, wenn die in hohen Dosen regelmäßig konsumiert werden, halt auch Leber, Niere, Herz, Gehirn und so weiter schaden können. Da ist wahrscheinlich 5-MeO-DMT keine Ausnahme. There have been reported deaths with 5-MeO use and they were all with patients who had pre-existing heart issues. Der eher sporadische Gebrauch in moderaten Mengen scheint relativ sicher zu sein, auch im Hinblick darauf, dass es auch schon die ersten klinischen Studien gibt, wo 5-MeO-DMT genutzt wird. Alter, ist das eine angespannte Situation hier gerade im Chat, oder? Die Leute rauchen ihre Kröten gerade, ne, die drücken so ihr Kröten-Ejakulat in ihre kleinen Crystal-Pfeifen. Put it to your lips and then you hold it down as long as you can. And then I'll just gently move you back onto your chair. Keep sucking. Ich habe das Ganze geraucht, bin nach hinten gekippt und dann ging es auch schon los. Was dann passiert ist, war wirklich krass und ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich hatte die Augen geschlossen, aber habe nur noch weiß gesehen. Also das war wie so ein weißer Flash, also so super helles, weißes Licht, so hell, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das war wirklich einfach so, als wäre das gerade das Nichts, also das ultimative Nichts. Es gibt nichts anderes außer dieses helle, weiße Licht. Digga, ist das weird, Alter. Das war so ein Gefühl wie Achterbahnfahren, aber keine normale Achterbahn, sondern so eine Lichtgeschwindigkeit. Ja, irgendwie scheint ihr auch reinzukotzen dann irgendwann, ne? Wir müssen gucken. Kann mir jemand sagen, wann der maximale Erbruch kommt? Erbrechen, es kommt ja auch noch dieser Bruch. 19,5? Oh, dann ist ja noch Bruchzeit. Sieht man kaum. Ah, dann ist eh gut. Ultraschnelle Achterbahn, als würde ich so ins Universum geschossen werden. Ach, ja, ja. Hui. Oh. Hui. Das hat sich schon sehr intensiv angefühlt, aber nicht negativ, sondern eigentlich ganz hui. Zwischendurch war das Körpergefühl schon so krass, dass so eine leichte Übelkeit in mir aufgekommen ist. Aber ja, die hat dann auch wieder nachgelassen. Hui. Ah. Digga,
Das ist 1 Milligramm und der hat so eine Erfahrung, dann bist du doch raus, Alter. Dann bist du doch raus, oder? Hui. Nach einer Zeit habe ich mal die Augen aufgemacht und das war dann komplett unwirklich. Also es war so traumartig. Ich habe so ein paar geometrische Muster gesehen und ich weiß noch, wie mich Rudi angeschaut hat und sich das einfach komplett unreal angefühlt hat. Es sah alles so merkwürdig aus irgendwie, aber auch interessant. Ja. Ja, ich würde sagen, machen wir die 5-fache Dosis, oder? Was soll schon passieren? Alles kribbelt. Mein Körper hat so richtig vibriert, also es hat alles gekribbelt und es hat sich so angefühlt, als würden so ganz viele Schwingungen irgendwie durch meinen Körper fließen. Und irgendwie habe ich so richtig viel gefühlt. Also ich musste ein bisschen lachen, aber auch so ein bisschen weinen. Und das war so intensiv irgendwie. Also als würde ich so alles, was man so fühlen kann, auf einmal fühlen. Also als würde ich so richtig das Leben... Alter, ich bekomme schon eine empathische Panikattacke. Oder es ist auch für mich mega unangenehm, dabei zuzusehen gerade. Wie der hier sich in den Drogentrip... Also wirklich sehr unangenehm für mich. Eben gerade spüren. Schwer zu beschreiben. Aber es war auf jeden Fall angenehm. Also irgendwie hat das Spaß gemacht und ich habe so Freude empfunden dabei. Krass, krass, sehr krass, sehr krass. Als diese starken Effekte langsam nachgelassen haben, okay, ist so ein richtiger innerer Prozess losgegangen. Also ich habe voll über meine Intention nachgedacht und habe versucht, mich selber zu analysieren, was ich irgendwie anders machen könnte in meinem Leben. Ich glaube, ich verstehe nicht. Also das ist so ein Ansatzpunkt, wo ich wirklich mal fragen muss, ist das denn etwas, das in direkter Verbindung steht? Der Konsum von solchen Superdrugs mit der Selbstreflexion? Ist das, Bruder, kannst du nicht einfach sich selber reflektieren? Ich meine, ehrlich? Krass, Alter, Leute, ich bin da, ne? Aber gerade dafür ist es schon gut, sich so eine Intention zu setzen. Also, dass man das nicht einfach nur just for fun macht, sondern dass man da wirklich versucht, irgendwie Erkenntnisse herauszuziehen. Weil ich irgendwie in so einen Zustand gekommen bin, wo ich ganz anders über mich selber nachdenken konnte. Schon ganz anders bei der Blick auf sich selbst und es hilft beim verdrängten Sachen. Nach ungefähr 11 Minuten war das Ganze vorbei und ich bin wieder in der Realität angekommen. Ja, crazy. Willkommen zurück. Dankeschön. Stell dir mal vor, du bist so voll auf dem Trip und auf einmal steht da ein verrückter Holländer in deinem Raum, voll in weiß gekleidet, beugt sich nach vorne. Gottverdomme! Willkommen zurück, mein Junge! Richtig gut! Na, jetzt noch eine Bon und ein Crepe? Wa? Aus Bock auf den Frikandel! Das ist so gut. Oh, geil. Oh, geil. Das ist schon gut. Also das finde ich schon witzig. Hui. War auf jeden Fall crazy. Und das war jetzt die Handshake-Dosis. Ja. Also wenn das jetzt quasi das Randtasten war, ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt noch passieren soll. It's wow, isn't it? It's really experience yourself, right? Yes, yeah. Because that's the most important thing, is to be yourself. There is no wrong. Everything is right. Die Forschung hat vor kurzem herausgefunden, dass Depressionen mit einer Überdosierung Psilocybin geheilt werden kann. Drogen sind nicht nur schlecht, sondern müssen viel mehr erforscht werden. Ja, also ich bin auch nicht, also ich verstehe den medizinischen Ansatz daran sehr. Ich weiß noch nicht, wie das beim Frankfurter Frühstück ist. Weil, also, das im Zusammenhang einer medizinischen Therapie so zu sich zu nehmen und da irgendwie alternative Therapiesitzungen für komplexe Mindset-Zustände oder Geisteszustände zu haben, finde ich voll geil. Aber was ändert das denn jetzt am Bahnhofsgedeck? So, was ist denn da jetzt bei den Leuten, die beispielsweise sozial abgehängt sind
und sozial abgehängt sind und irgendwie das auch irgendwie als Escapism ausnutzen und da auch in so einem Suchtding sind. Das ist ja alles auch noch ein bisschen was anderes, ne? Ich glaube, auf medizinischer Ebene stellt das überhaupt niemand in Frage. No? You look like you were in a good place for most of it, yeah. Mm-hmm. It's only towards the end you started getting a little bit tearful, but that's normal. Think you'll be okay on the higher dose? Yeah. And there's no rush to do the next dose. You can wait an hour or whatever, however much time you feel you need. Come back down to earth completely, because I know it still feels a little strange. Yeah. Die andere Psychedelika hat auch 5-MeO-DMT ein therapeutisches Potenzial. Insbesondere bei Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Die wissenschaftliche Forschung ist zwar noch relativ jung, sieht aber vielversprechend aus. Gerade läuft zum Beispiel eine groß angelegte klinische Studie, an der auch einige deutsche Forschungszentren und Kliniken wie die Charité teilnehmen. Dabei wird 5-MeO-DMT bei depressiven Erkrankungen eingesetzt, bei denen schon mehrere andere Therapieansätze gescheitert sind. 5-MeO-DMT ist besonders spannend, weil es im Vergleich zu anderen Substanzen wie Psilocybin oder LSD deutlich kürzer wirkt. Also eine 30-minütige Sitzung kann besser betreut werden als eine 10-stündige LSD-Erfahrung. Ja, mega. Also das, was tatsächlich der offensichtliche Vorteil zu sein scheint, ist die Kürze des Trips. Huh? Was aus den Studien herauskommen wird, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, 5-MeO-DMT in einem therapeutischen Kontext zu nutzen. Jetzt bekomme ich die volle Dosis 5-MeO-DMT. Also ach du. Ab ins All, Alter. Ach du Scheiße, Bro. Ist euch klar, wie der gerade schon reagiert hat bei einem Milligramm? Erstmal die fünffache Dosis ins Hirn? Der geht jetzt hier gleich, jetzt gleich Rocket Man, Bro. Also das sind jetzt 12 Milligramm. Schauen, wie das so wird. Ich habe die volle Dosis 5-MeO-DMT inhaliert und dann ging es auch schon sofort los. Und das, was dann passiert ist, habe ich gar keine Erinnerung mehr. Und ich sag euch, es ist ganz schön gruselig, das zu sehen. What the fucking hell, bro? Das ist so krass. Okay, das ist halt übel scary gerade. Wie meine Stimme vibriert. Also man merkt wirklich, wie der ganze Körper in Schwingung versetzt wird. Usually the legs are the first to show those signs. So your legs will start to vibrate, then the rest of your body will start to vibrate at the same frequency as the universe vibrates, and then that's when you get to feel at one with the entire universe. Ah! Alter, ich find's for real scary, Bro. Ich find's for real scary. Es ist sehr fühlt sich für mich sehr scary an, Alter. Just 5 minutes, you're approaching the peak of the trip, and then you come down, and you come down just as quickly. And the descent can be a quite scary experience. Okay, ich mach jetzt mal kurz weg, weil ich glaube, jetzt kotzt er in seinen Mund. Wenn er kurz jetzt in seinen Mund schaut, tut mir leid, dass ich jetzt nicht zeigen kann, er bricht jetzt in seinen Hals. Ich versuche das mit meinem Gesicht wiederzugeben. Because it feels like you're hurtling back to the planet. Bruder, er hat sich wirklich in seinen Mund gekotzt. Oh Gott. Und sie haben ihm den Eimer gereicht, hat aber gar nichts gebracht. Bruder, das war der ineffizienteste Eimer der Welt. Brother, Brother, Er ist einfach nicht da. Er ist wirklich legit nicht da. Er ist legit nicht da. Und so sind ungefähr die ersten 15 bis 20 Minuten des Trips vergangen und ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Also das ist irgendwie ein bisschen schade, aber es scheint auch ganz normal zu sein, dass man sich daran nicht mehr erinnern kann. Also viele Menschen berichten von einer Bewusstlosigkeit, von einer Amnesie, von dem Erlebten. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Hä, wofür macht man das denn dann? Du kannst dich ja nicht erinnern. Das bringt ja dann null. Es sah auf jeden Fall intensiv aus. Oh Gott. Also ich bin irgendwie in den Ursprung des Universums zurückgegangen, okay, oder sowas. Also das war wirklich pures Sich-Selbst-Erleben. Also ich bin so in mich gegangen und habe mich selber, meinen Körper so sehr gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Okay, also die ersten 10 Minuten weißt du nicht, wo du bist und dann auf einmal erlebst du den Universumstrip. Es war einfach nur so reine Existenz, so was ganz Ursprüngliches, so was ganz Inneres. Hatte Olaf Scholz während seiner Warburg-Situation einen DMT-Trip, einen 5-Meo-DMT-Trip? Hat er da seinen Körper auch selbst erlebt? Bruder. Ich habe mir dann so die Umgebung angeschaut, Bruder, und alles war so wunderschön, so magisch irgendwie. Also es war irgendwie, also das ist geil, schon sich irgendwie crazy, alles anzugucken und alles wahrzunehmen. Es war wirklich so, als wäre ich quasi gerade so neu geboren worden und würde alles so zum ersten Mal sehen. DMT schüttet dein Hirn beim Sterben aus. Es ist also eine Nahtoderfahrung. Holy shit. Ist das der passende Vergleich? Viele schreiben falsch. Ja, falsch. Nein, noch. Was? Oh Gott. Ich darf auch... Ich kann auch aufstehen. Ich bin dann aufgestanden und habe mir alles ganz in Ruhe angeschaut. Und alles sah irgendwie voll interessant aus. Also überall. Bruder, er hat wirklich Teller in den Augen, Bruder. Überall waren so psychedelische, geometrische Muster. Es war alles so traumartig, aber so schön. Einfach, es war alles so richtig schön. Dann bin ich irgendwie in den Garten gelaufen und habe mich da noch so ein bisschen umgeschaut. Das war auch alles interessant. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, reicht mir jetzt auch. Ich lege mich wieder hin. Ich habe mich dann wieder hingelegt und habe angefangen, super intensiv über meine Intention nachzudenken. Und das war wirklich ein längerer Prozess. Ich bin verschiedenste Situationen durchgegangen. Aber ich glaube schon, dass ich dabei so die ein oder andere Erkenntnis hatte und so ein bisschen was für mich mehr selber daraus ziehen konnte. Irgendwann war der Trip dann vorbei und ich bin wirklich wieder im Hier und Jetzt angekommen. Warum riecht das hier so nach Kotze? Erste Frage. Hä? Warum riecht das hier so nach Kotze? Okay. Nie im Leben kann ich das jetzt beschreiben, was ich gerade gesehen habe oder erlebt habe. Du hast gekotzt. Kotzt? Klein bisschen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Was? It's all in there. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich übergeben habe. Jetzt verstehe ich, warum mein Mund sich so ein bisschen trocken anfühlt und so. Dann hat Rudi mit mir so ein kleines Nachgespräch geführt und ist mit mir nochmal so ein bisschen chronologisch meine Erfahrung durchgegangen. Und wir haben einfach so ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe versucht, das ganze Erlebte irgendwie so ein bisschen einzuordnen, weil das einfach, ja, schon eine eigenartige Erfahrung ist, muss man sagen. It's like a dream almost. It disappears. Almost as soon as you come back, it's very difficult to hold on to where you've been and what you've done and what you've seen and how you experienced it. Also jetzt, wo ich das Ganze im Nachhinein sehe, muss ich sagen, dass das schon ein bisschen erschreckend aussieht. Es wirkt halt wirklich so, als würde ich sterben auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, das bin ich auch. Also zumindest mein Ego ist in diesem Moment gestorben. Ich kann euch aber versichern, dass es mir währenddessen und danach auf jeden Fall gut ging. Thank you very much. Das ist ein wilder Trip. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video, und das meine ich, also aus meiner Perspektive natürlich, ich bin eh komplett raus, ne? Ich trinke nicht mal ein Alkoholchen, ne? Ich bin vollkommen raus. Also wenn ich dieses Video sehe, würde ich sagen, das ist ein Video, das mir belegt, dass das niemals in Frage kommt, Bruder. Das war schrecklich.
Das schreckt ja des Todes ab. Ist mir egal, wie viele Worte der da an. Ich hab mich endlich selbst gefunden, Bruder. Das sah aus, als ob du gleich hops gehst. Das ist auch richtig krass, wie die Tage nach der Erfahrung waren, weil sowas habe ich auch noch nie erlebt. Es sind wirklich immer wieder so kleine Flashbacks gekommen und ich hatte das Gefühl, den Trip nochmal wieder zu erleben. Also wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich irgendwelche Muster gesehen. Ich habe mich plötzlich so ganz anders gefühlt. Auch beim Einschlafen hatte ich richtig Probleme, weil wenn ich meine Augen zugemacht habe, waren da die ganze Zeit irgendwelche Muster und ich habe irgendwie wieder so Sachen gefühlt, die ich in der Erfahrung gefühlt habe. Und ich habe teilweise wirklich gedacht, Scheiße, diesmal habe ich wirklich übertrieben und das geht jetzt nicht mehr weg. Also das war schon ein bisschen gruselig. Gleichzeitig habe ich mich aber auch so gut gefühlt wie noch nie. Also ich bin so durch die Gegend gelaufen und habe gedacht oder mich so gefühlt, als wäre ich so der Main Character, sagt man ja immer so, meines eigenen Lebens. Und es war alles so richtig schön und ich habe mich so richtig lebendig gefühlt. Also so lebendig. Ich fand das jetzt nicht erschreckend, abschreckend, sondern eher ermutigt. Ehrlich? Okay, es gibt halt unterschiedliche Wahrnehmungen davon, ne? Was hat dich denn am meisten ermutet? Der Moment, wo er seinen Körper verkrampft hat und sich in den Mund gebrochen hat? Oder als er so vibriert hat? Auch wie noch nie in meinem Leben. Nach ein paar Tagen war auch alles wieder ganz normal und ich habe mich wieder ganz normal gefühlt. So, du hast nur Angst, die Kontrolle abzugeben. Hä, ich gebe jeden Tag die Kontrolle ab. Jedes Mal, wenn ich Nachrichten lese, gebe ich die Kontrolle ab. Ich lese ja nur Nachrichten. Ich bin ja nicht der, der die Entscheidung trifft. Ich glaube einfach nur nicht, dass es automatisch mit Selbstreflexion zu tun hat, sich mit irgendwelchem Zeug vollzupumpen. Also egal, was für eins. Ich denke, man kann lernen, sich zu reflektieren und Dinge zu machen und Dinge anders zu machen und auf andere Dinge und Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, so. Aber ich weiß ich nicht. Mein Leben ist auch ganz anders, ne? Ich bin fucking im Keller geboren, Bruder. Ne? Ich bin im Keller geboren. Ungefähr 2 Wochen nach der Erfahrung habe ich dann nochmal einen Call mit Rudi gemacht und wir haben nochmal versucht, das Ganze einzuordnen, was ich da erlebt habe und was ich daraus vielleicht mitziehen kann. Also ich glaube, so eine gewisse Nachbereitung von so einer Erfahrung ist schon wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das Ganze nochmal machen würde und ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil das war so eine intensive Erfahrung und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt schon bereit dafür war, weil es so verrückt war und so unbeschreiblich und ich habe ja schon echt eine Menge Sachen ausprobiert, aber das war wirklich so, ja, die Endstufe von dem, was möglich ist, glaube ich. Ja, nun gut. Also wenn in 4 Wochen das nächste Tomatolix-Video kommt mit, ich habe in einem osteuropäischen Dorf Crocodile geraucht und hier erfahrt ihr, wie es lief. Dann weiß ich nicht genau, ob das nicht vielleicht schon anders ist, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin in Philadelphia auf Fentanyl kleben geblieben und ihr seid dabei, keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall keinem raten, der nicht schon wirklich viele psychedelische Erfahrungen gemacht hat. Man sollte es auf gar keinen Fall irgendwie alleine machen. Also man braucht wirklich jemanden, der auf einen aufpasst, mit dem man das einordnen kann. Crocodile wird gespritzt. Also, dass ich mich irre, ist in dem Fall ja vollkommen richtig und wichtig. Aber dass ihr das wisst, das würde ich in Frage stellen, Digga. Ich glaube, sonst kann das wirklich ganz... Actually wird Crocodile gespritzt. ...gruselig werden. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Ganze denkt, ob ihr euch das vorstellen könntet, weil... Natürlich habt ihr das aus einer Arte-Doku, klar, Digga. Von außen sieht es halt schon eher gruselig aus. Ich habe in diesem Video versucht, meine intensive Erfahrung irgendwie in Worte zu fassen, auch wenn das eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es auch Menschen gibt, die wirklich schreckliche Erfahrungen mit 5-MeO-DMT gemacht haben. Also ich rate euch nicht, das nachzumachen. Man sollte wirklich vorsichtig damit sein. Ich werde sicher noch eine Weile brauchen, das alles komplett zu verarbeiten. Und ich bin sehr gespannt, ob und was ich daraus dann langfristig für mein Leben mitnehmen werde. Eine Substanz, die ähnliche Erfahrungen auslösen kann, ist Ayahuasca. Wenn ihr mein Video dazu sehen wollt, klickt hier, abonniert den Kanal, um solche Videos nicht mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Crazy Shit. Crazy Chit-Chat. Ich bin gleich wieder da. Ich gebe euch kurz Musik.